Guten Tag. Wenn jemand Lust hat, schöne Videos auf eine Party vorzustellen, mache ich sehr gerne. Eine tolle Überraschung und ein schönes Geschenk. Viel, viel schöner als das, was die Leute kaufen. Ich sage immer diese Servietten und irgendwelche Parfums, die ich gar nicht mag. Und irgendwelche Vasen. Alles schrecklich. Deswegen, schönes Video. Kostet so viel wie eine Stunde beim Psychologen und das stelle ich her und schicke ich euch und dann könnt ihr plötzlich eine schöne Wow-Überraschung auf der Geburtstagsparty oder sonst irgendwelche Party, vielleicht Betriebsausflug, weil jetzt kommen diese Partys, weil jetzt kommt schon bald Weihnachten. Deswegen kann ich schöne Videos wirklich herstellen. Und das ist doch ein Klacks, diese paar hundert Euro. Oder? Also normalerweise etwa um 100 Euro für so ein Video. Ja, wenn jemand Lust hat, bitte schön anschreiben und ein paar Sätze über den Kollegen schreiben. Und dann mache ich das sehr gerne. Ja? Weil ich muss ein bisschen Geld verdienen nebenbei, oder? Das Leben ist ein Geschäft. Das sage ich immer. Das Leben ist nichts anderes, nur ein Geschäft zwischen den Männern und Frauen. Ehe und so, alles ist da schön aufgeteilt. Du kriegst das, du nimmst Geschirr, ich nehme Piano, du nimmst Plattenspieler und ich nehme alle schönen Bestecke. Alles ist da immer manipuliert und schön gemacht, so wie bei der Waage eben. Ich habe schon gesagt, Waage hat den Ruf geschickter Diplomaten. Mit Minimum von Kränkung kommt Waage ans Ziel ihrer Wünsche, weil sie die Menschen manipuliert. Sie fragt immer nach der Meinung anderer. Das ist doch die Kunst in der Beziehung, oder? Und es ist nicht fair, wenn viele Leute sagen, ja, Waage ist falsch und nein, nein, so ist das nicht. Waage interessiert sich wirklich für dich und für deine Meinung. Wirklich. Sie will das wirklich hören, was du meinst, was du sagst. Sie hat wirklich Interesse. Viele Leute haben kein Interesse. Das ist natürlich schrecklich. Aber Waage interessiert sich für dich, dass sie dann natürlich davon Gebrauch macht und später dich ein bisschen manipuliert und ins Netz nimmt und sagt, wir, Schatz, wir müssen das erreichen. Wir müssen schauen und so. Das ist schon so okay. Nachher natürlich macht Waage das, was sie will. Das ist ja wohl klar. Aber erstmal sagen wir und so. Ne? Wir machen die Farbe in der Wohnung so und so. Was meinst du? Und überlegst dir, ich finde Bordeaux besser und solche Gespräche. Ja, deswegen sagen die Leute, Waage ist unehrlich und nicht fair. Nein, nein, fair ist sie schon, weil sie wirklich hört zu, was du sagst. Dass sie dich natürlich da ins Netz nimmt und ne, in so ein Wirbel, das ist wieder was anderes. Aber sie ist wirklich ein Diplomat. Für die Waage ist alles angenehmer, wenn Harmonie da ist, wenn alle Ecken stimmen. Wenn die Ringe schön zusammenpassen, das ist dann okay. Das muss man auch akzeptieren. Das ist natürlich nicht Skorpion, der sofort sagt, nee, ach was, nie im Leben, ach, die ist falsch, das ist ein falscher 50er. Nein, nein, nein. Waage will das wirklich so, dass es alles schön und angenehm auf dieser Welt ist. Und wenn sie der Meinung ist, warum nicht? Ich bin ein anderer Mann. Ne? Wenn mein Nachbar da unten Musik macht, dann gehe ich sofort nach unten. So. Und sage, die Post
Zustellung vom Gericht kommt bald. Ich werde eine Klage erheben. Das ist keine kluge Art. Überhaupt nicht. Da sind die Leute genervt und dann hast du das ganze Leben im Treppenhaus und im Haus versaut. Aber da nach unten zu gehen und sagen, deine Musik ist sehr schön, wunderschön, ich habe wirklich die Musik genossen die ganze Zeit, aber jetzt, mein Lieber, ist die Zeit zum Schlafen. Wollen wir uns so einigen? Also solche Gespräche, das ist nicht meine Welt. Aber so ist die Waage. Nicht wie ich. Die Klage wird zugestellt. So nicht. Waage hat den Ruf geschickter Diplomaten. Und das müssen wir erstmal akzeptieren. Aber für heute ist die Zeit um.